Mein Name ist Julian Schwarze. Ich habe an der Hochschule für Gestaltung Offenbach Produktdesign studiert und bin jetzt seit 1,5 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also ich wohne jetzt seit 8 Jahren in Offenbach und mich interessiert diese kulturelle Vielfalt und die Entwicklung von Sprachen und deswegen bin ich eigentlich hier, dass man vielleicht durch Gestaltung Menschen zusammenbringen kann. Wir haben ja letztes Jahr Being Here gegründet und diese Konferenz kam auch schon sehr gut an. Und dort hat man gesehen, dass der Austausch zwischen Kulturen sehr wichtig ist und das geht nun mal über Sprache. Die Konferenz Nichtwort ist für mich die Möglichkeit, die Kommunikation gestaltbar zu machen. Also, dass wir aktiv Kommunikation gestalten, sodass es vielleicht in Zukunft besser läuft. Das ist unsere Aufgabe, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, ganz wichtig sind die neuen Medien. Also, wie gehen wir in Zukunft mit Schriften um? Mit Emotionen, wie vermittelt man Emotionen? Sehr interessant fand ich auch das Thema Emojis, dass die eigentlich gar nicht, das ist keine Jugendsprache mehr, sondern es entwickelt sich mit der Zeit zu einer wirklichen Sprache, die wir auch benötigen, um Gefühle ausdrücken zu können. Ich spreche zwei Sprachen, Deutsch als Muttersprache, Englisch, Französisch 5 Jahre in der Schule gelernt. Und aktuell lerne ich noch Spanisch. Eigentlich vor Ort. Also das stumpfe Auswendiglernen, das kann ich nicht so gut. Besser ist es wirklich, in dem Land zu sein und die Sprache sprechen zu müssen, damit man verstanden wird. Meine Nackenhaare sträuben sich bei Indisch und Thailändisch. Ja, ich habe tatsächlich ein Wort, da war ich 8, erfunden. Und zwar das Wort Jein. Und dann wurde mir gesagt, das gibt's schon. Das fand ich dann sehr erschreckend, weil ich es wirklich nicht kannte und ich habe es mir ausgedacht und dann war ich doch sehr enttäuscht. Ja, ich weiß, wie sich das, also wenn jetzt meine Mutter plötzlich einen Jugendslang verwendet, der heutzutage genutzt wird, finde ich das eher lustig. Und deswegen habe ich es bis jetzt immer vermieden, solche Dinge zu tun. Also ich nutze eigentlich hauptsächlich die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Und wenn ich jetzt plötzlich Wörter sage, die 12-Jährige sagen, dann hört sich das irgendwie seltsam an. Sehr viel. Also man erkennt sie sofort, man hört sie und ist dann immer irgendwie gewillt, das zu korrigieren, aber sollte man eben nicht in jeder Situation machen. Ich versuche es zu vermeiden. Es ist so, meine Freundin ist nicht Deutsche und sie macht ab und zu Fehler in der Sprache. Und ich sage es ihr schon, ich korrigiere sie, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich würde sagen, mit dem Studium hat sich meine Sprache stark verändert. Ich identifiziere mich mit meinen gesprochenen Worten, weil man einfach spontaner reagieren kann. Also es ist einfach intuitiver und situationsbedingt einfach variabler. Ich benutze Emojis. Ich glaube auch manchmal falsch. Das kommt vor, dann kommt eine komische Reaktion zurück. Gab es schon oft Missverständnisse. Aber das finde ich auch irgendwie spannend, dass jeder auch andere Emojis für andere Situationen und andere Gefühle nutzt. Mein Lieblings-Emoji ist
Der umgedrehte Smiley.